Viel passiert nicht, wenn man auf seine Ausdauer wartet, ja? Wir haben erstmal so eine effektive Verteidigung. Alles, was sich hier nähert. Hier wird gebaut und gebaut und gebaut und gebaut. Und die Ausdauer lässt grüßen. Ey, ich muss. Boah. Ich muss unbedingt. Entweder die Ausdauer. Ausdauerverbrauch verringern oder eher den Block-Damage erhöhen. Weil dann brauche ich ja trotzdem dieselbe Menge Ausdauer, aber mehr, sehr viel mehr Schaden am Block. Das ist ganz gut. Willst du die Steine hier abbauen, die innerhalb der Mauer sind, oder eher nicht so? Ich werde schon abbauen, denke ich. Ja, aber musst du bald machen, weil sonst fallen sie runter. Wenn sie kaputt gehen, ist kein Problem. Ich dachte, wir müssen sie abbauen, wenn wir den Boden hinmachen. Ja, eben. Ich meine, dafür, dass der, dass ich den Boden mache, ich grab ja unter denen die Erde weg. Und irgendwann fallen sie halt runter und gehen kaputt. Ja, das ist egal, dann gehen sie halt. Und ob du das Zeug brauchst da draus. Wir können ja immer noch eine Mine machen. Ah, geht ja. Wir haben ja allerlei. Wir sind wirklich in der Mitte von sehr vielen. Ich glaube, die Position hier ist schon ganz gut. Oh Mann, dauert das ewig. Ich hab Experience freigeschaltet. Also auch umgeschafft. Warum das denn? Was für ein Ding? Nahtoderfahrung freigeschaltet. Was hab ich. Mal meine Errungenschaften an. Was ist denn das jetzt? Das ist. Nee, Moment. Errungenschaften von Seven Days. Ich glaube, mein Spiel ist gerade pausiert. Weil ich gerade in diesem Modus bin hier. Craft your first stone eggs, 7. Oktober 2016. Guck mal, hier, craft 500 items, 26. Dezember, craft 1500 items, 28. April und dann craft 5000 items, 1. Mai direkt. Oh, ich höre Gesellschaft. Hä? Ich dachte gerade. Oh, Alter. Er steht wieder auf. Was hat er für ein Spin gemacht? Wo war ich denn hier? Sag nur Bescheid dann, wenn du gehst. Mach ich einfach Pause. Also dann logge ich mich auch aus, dass das nicht weiterläuft. Ja, ich geh jetzt gleich wahrscheinlich zu. Hier auch mal. Ich will einen Baum hier noch abreißen. Ey, diese Ausdauer ist so ein Krampf, gell? Ja. Nein, stopp. Ich hab hier noch eine. Halt, stopp. Ich hab keine Ausdauer. Ich habe aber noch keine Kaffeeboden zum Einpflanzen gefunden. Ich hatte ganz am Anfang welche, die muss ich aber wegschmeißen. Schöne, farbenfrohe Himmel.
Ich bin mal gespannt, wie die Spike-Wall sich auf die Sand auswirkt, wenn es schon bei uns nicht so krass ist. Die was? Spike-Wall. Ja, also ich bin... Ne, ich war direkt tot. Ich hab gesehen, du bist um die Ecke gekommen und warst tot. Ich hab ganz kurz, hab ich auf den Spikes gestanden, dann war aber dieser graue Bildschirm und dann war ich weg. Das heißt, wenn wir jetzt runterfallen während dieser Nacht, geht es vorbei. Dann können wir nicht schnell das unter uns wegbauen. Dann sind wir tot. Relativ, nee. Relativ schnell. Spannend aus. Es ist richtig spannend. Was soll ich denn sonst machen? Es dauert halt ein bisschen. Wenn du mitmachen würdest, wird es natürlich schneller gehen, ne? Ja, die Spike voll machen. Bist du schon einmal rundherum? Nee. Glaub mir, wenn dauernd meine Stamina leer ist. Müssen wir auch einfach mal Zombies töten gehen. Aber das muss halt vor der ersten Nacht fertig sein. Können auch beide einfach das Bar machen nächstes Mal. Also wenn wir nachher weitermachen. Dann gehe ich einfach mit abbauen. Weißt du? Also das auf jeden Fall die Spike Wall fertig haben. Hm. Dass wir dann die krasse Nacht überleben und danach können wir ja hier drin weiter ausbauen. Ich bin gespannt, ob wir auch da IP für kriegen, wenn die Spike Wall die Leute tötet. Oh, mal interessant. Hm. Weil da weißt ja, wie viele Leute da kommen. Also das ist ja. Ja gut, dass man da ordentlich IP absahnt immer, das sollte schon irgendwie drin sein. Weil ja. Hier können wir absolut brauchen im Moment. Eieieiei. Das heißt, jetzt fertig erstmal und wir machen dann nachher weiter. Okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Ich bin back. Ich nicht. Bei mir sagt Devin the Days, reagiert nicht mehr. Och. Muss ich mein Programm schließen? Soll ich so lange rausgehen, bis es bei dir geht? Dann. Geh schon mal. Oha, Alter, die Holzplantage, gell? Ich sag's nochmal. Alter, ich wär schon wieder fast in die Scheißdachen reingelatscht. Ah, nee, die können noch wachsen. Stimmt, 1200 war Maximum, gell? Na, dann machst du den einen Baum jetzt halt klein und dann mal die rundherum. So, dass nur noch die Bäume dastehen, die wir selbst gepflanzt haben. Sollen wir lieber Eichen pflanzen als Plantage oder lieber die anderen? Ich will einfach mal alles draufpflanzen. Oh Mann, hier. Oak. Oh, fuck. Ey, es hat sich halt alles aufgehangen. Hier geht gar nichts mehr. Das ist aber nicht so gut. Es ist jetzt... Boah. 20 vor 8. Wie viel Zeit hast du noch? Was haben die als mit ihrer... User in your channel timed out. Und weg ist er. Ach ja. So, ich höre wieder Gesellschaft da. Machen wir den mal weg. Ganz schnell.
Es war kein One-Shot. Oh, der war's getroppt. Ja. Oh. From the Shadows. Berg. The Perk? Ach so, From the Shadows. Ich habe gerade überlegt, One... Also, joined your channel. Da ist er wieder. Keine Ahnung, was das... Was falsch ist, warum denn Today sei... Warum mit dem PC zum Abschluss bringt. Sein PC ab, hast du jetzt neu gestartet? Muss ich ja, es ging ja nicht mehr. Ich wollte wieder alte 4 machen, dann konnte ich... Das passt nicht mehr. Weißt du, wie das mal nicht mehr ist? Hast du gelesen bei WhatsApp? Ja. Der komische Magier möchte nicht mehr. Ja, ja. Ich jag hier die ganze Zeit Untote, ey. Komm, den schlachte ich jetzt mit meiner Keule. Ja, so wird's gemacht. Macht aber bestimmt noch Spaß, Tech hat er sagt doch überhaupt nichts. Der Tech? Wüsste. Ja. Ja, aber die sind ja auch auf dem Mythisch Plus und da flamet der Tech schon oft rum, also. Keine Ahnung. Du bist ja, also. Ich krieg das nicht mit, weil ich mach keinen Mythisch Plus. Ja, aber auch im Raid oft halt. Ja, wenn man. Da sagt er meistens nicht. Also, ja, aber der flamet halt schon oft rum, eigentlich. Ich kann es schon verstehen. Hast du das Bild gesehen, was ich geschickt habe? Oh, out of stamina, ey, was ist denn das? Ich habe 4 geschmiedetes Eisen bekommen. Kann ich jetzt endlich mal... Nee, für die Schaufel brauche ich 16 und für die Axt... Ah, die muss ich jetzt lernen. Naja, 4 geschmiedetes Eisen ist ja auch nicht schlecht. Ich drehe mein Handy jetzt um, weil mir das auf den Sack. Du hast... Es ist jetzt 9:30. Ich würde sagen, die Bäume machen wir alle auf eine Stelle, oder? Das ist, glaube ich, einfacher dann so ein bisschen... Unter Kontrolle. Okay, der hier ist aber fertig. Nee. Ah, okay. Jetzt ist einfach mal. Ist vielleicht besser, das aufzuheben, aber komm. Haha, du bist beigetreten. So. Wie heißen die diese Dinger denn? Diese Holz-Zipperli. Der Holz-Zipperli. Ja, wie heißen sie denn? Diese Dinger, die halt davor stehen. Mann. Diese Fallen. Toll, das, weißt du, das ist das einzige Wood. Das gibt's auch als Eisen. 7. Ja. Oh, noch Eisen. Ich kann ein Ding herstellen davon, aber ich glaube, das lohnt noch nicht. Toll, das ist natürlich auf Englisch, weißt du? Okay, ist auch vieles noch auf Englisch. Ich stelle mal 52 Stück her. Sim, siehst du... Hä? Guck mal, hier, siehst du das? Aber so, wir müssen ja wieder Gruppe einladen und so.
Hier. Wo bist denn du? Guck mal hier, wo ich stehe. Damit du es mal gesehen hast. Diese, hier, dieser Bereich, wo die Häuser wie so eine Reihe stehen. Ich würde die alle hier anbauen und alles, was rundherum steht, holzen ab, dass die Stelle quasi für unsere Plantage da ist. Mhm. Und immer wenn die gewachsen ist, bauen wir sie ab und pflanzen sie halt wirklich neu ein. Richtig. Wenn wir schon mal die Spikes haben, kann man auch noch mal ein Haus oder so erkunden schon mal. Ja. Aber die erste Woche ist halt voller Bauen und Sachen machen, weil da musst du jetzt mal eine Stelle finden. Dann musst du erstmal überlegen, was willst du bauen überhaupt und dann, ne? Aber 20 als Preis geht eigentlich. Was ist das denn? Disintegrate. 1x3, okay. Oh, Schießpulver werden wir auch sehr viel brauchen. Sitzen hier aus Norge noch. Wir müssen gleich rein, ja? Oder willst du hier weitermachen? Ja gut, am Anfang sieht man nichts, man muss warten, bis der Mond rauskommt, dann kann man wieder ein bisschen mehr sehen. Weil das, was da letztes Mal war, das war ja totale Finsternis. Ach, scheiße. Oh, hier ist eine Zombie-Armee. Oh, hier. Yeah. Müssen wir schnell wegmachen. Hier ist wegmachen. Würde ich. Ich mach den nächsten. Ist einfach. Lass die anderen lieber so, bevor die, weil es wird jetzt gleich dunkel, eben, komm lieber rein. Weil noch haben die keine Aggro gezogen. Wirklich dunkel wird es jetzt aber nicht. Oh, jetzt wird es dunkel. Ach, es dauert so bis, ich weiß nicht. Alter, es ist so dunkel. Man sieht überhaupt nichts. EP kriegt man jetzt aber keinen, oder? Mal gucken, dass wir nicht nah genug kann. Ich glaube, dass es relativ egal ist, wie nah wir sind.
Weißt du, da hinten geht noch die Sonne theoretisch runter, aber da oben ist schon die Milchstraße voll am Ausrasten. Ja. Kann man eigentlich gar nicht so bloß ein Auge wirklich erkennen. Du musst, wenn du ein Foto von der Milchstraße machen willst, musst du mit einer Kamera, musst du lange Licht, na, wie heißt es? Lichteinwirkzeit da machen, dieses ISO-Dingsbums. Ja, ziemlich weit offene Blende. ISO-Wert. Hohe Einwirkzeit und dann musst du so eine Minute erstmal abwarten. Und dann nimmt er ja das ganze Licht auf und das siehst du ja so nicht. Und dann. Ich glaube, mit der Kamera ist das easy. Das gibt's ja Schellen schön an unserer Mauer. Naja, EP gibt's nicht. Leider nicht, aber egal. Alter, was war das denn? Ist ja explodiert? Ich sehe überhaupt nichts. Hätte aber immer noch die Schaden zu machen. Bring jemand über die Mauer! Hä? Wo? Ich sehe es nicht, es war dunkel. Ja, aber welche Richtung? Richtung Nordwesten. So eine Krankenpussy war gerade eben oben auf der Mauer. Und das kann ich auch jetzt. Oh, der Mond kommt gleich. Ja, schon besser. Ich bin nicht rübergekommen, scheinbar. Die springen immer hoch, aber ja. Willst du wirklich raus? Ich will nur mal hören, dann schon sagen. Muss mal wagen, kurz gucken. Hier kann man doch draußen. Ich hab doch extra Dinger rundherum gebaut. Hier hinten ist noch einer, okay, aber wir müssen sich wieder. Dass man gucken kann. Zumindest bis wir richtige Treppen haben. Hier hinten an der Ecke ist noch einer, aber ansonsten. Ja, da hinten. Oh, halt. Da ist ein gelber Sack getroppt. Schon muss ich holen. Risiko. Fuck. Da ist ein Typ, gell? Ja. Ich hab ihn im Auge. Mir passiert nichts. Ich hab grad Standbild. Ich hab das. Oh nein. Ich hab Lex, das tot ist. Und ja. Geh zurück, lieber. Der kommt. Waren 375 Jetpaws aus dem Casino dran. Geht doch. Okay. Nicht schlecht. Aber die Holzdinger gehen schnell kaputt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe die nicht bis hinten durchgebaut, also das ist eigentlich. Ich sehe halt überhaupt nichts. Der Mond. Alter, was ist? Siehst du das? Komm mal nach oben. Ja. Das ist ein schwarzes Loch. Kein Wunder, dass kein Licht zu uns kommt. Weißt du? Soll irgendjemanden hier anlocken? Die Krankenschwester? Die alte da noch, ja. Oh Gott, die ist. Selbst. Die kommt. Ich sehe sie nicht. Die macht einen Ausweichmodus. Alter, ich schwör's dir. Ich sehe die nicht. Ist es echt so dunkel bei mir? Wie viel Gamma hast du? Gut, ich kann es ja nicht sagen. Ich habe ja bestimmt auch nochmal separate Gamma. Ja, wie viel hast du im Spiel? Habe ich 38%. 38? Ja, es wird default. Ja. Guck mal, 200% machen. Das ist ja. Okay. Boah. Nice. Das ist eingebaute Nachtsicht. Das sieht auch, als ob das Spiel einfach nicht fertig wäre. Also, ja, alles, ey. Das ist 200, okay, 200% sieht echt kacke aus. Sorry. Ne, 38 ist schon gut. Ich meine, es ist ja dunkel. Es soll ja auch dunkel sein. Da ist der Mond. Theoretisch sehen wir jetzt was, aber. Ich weiß nicht. Ja, die Mauer geht scheinbar schnell kaputt. Ich weiß nicht, ob wir noch ein zweites Ding brauchen. Wir brauchen zwei, drei, hallo? Hatten wir nicht irgendwie 10 rein oder so? Wir hatten ordentlich wieder rein. Ja. Muss mal gucken. Wenn's wieder Tag ist. Willst du arbeiten gehen oder was?